Oh, es ist so schönes Wetter. Hallo ihr Lieben, ich bin mal wieder im Garten. Das ist nach wie vor rar gesät bei mir. Ich habe meine Krankheit noch nicht überstanden. Habe das auch bei vielen anderen mitgekriegt, dass wir gerade so grippemäßiges am Halse haben, was sehr langwierige Heilungsprozesse nach sich zieht. Und ich bin wohl auch betroffen. Ich habe zum Glück kein Fieber und so weiter. Mittelohrentzündung war ich auch drin und ich bin froh, dass nur der Husten nach ist. Ganz selten mal ein bisschen noch die Nase zu putzen, aber im Moment ist es eher ein Reizhusten, der sehr hartnäckig ist und nicht weggehen möchte. Deswegen zwischendurch werde ich mich mal, so wie jetzt, ein bisschen komisch anhören. Das liegt dann am Unterdrücken meines Reizhustens. Meine Hustenattacken kommen natürlich nicht ins Video. Deswegen, ich werde mich heute ja, dem Garten widmen, möchte euch gerne zeigen, was ich im Garten alles so tut und das ist eine Menge, da ist einiges am Wachsen. Wir hatten ein paar schöne Tage, aber genug Wind, genug Regen. Ihr kennt das ja, wie es in Deutschland aussah. Und hier neben mir habe ich noch Anzuchtplatten. Ich habe vorne ein Beet freigemacht, ein Tortenbeet. Und hier haben wir Hirschhornwegerich und Asiasalate, Lein, noch einen anderen Salat, Feldsalat. Und ja, das waren jetzt so Vereinzelungen für in weiser Voraussicht für den Stadtgarten. Aber darum soll es heute weiter nicht gehen. Ich möchte euch heute natürlich auch zeigen, was ihr alles aussehen könnt. Dafür habe ich meinen Rucksack mit. Da habe ich mein ganzes Saatgut drin für Freiland und für die Anzucht halt in diesen Anzuchtplatten oder wie auch immer ihr das dann anstellt. Dazu komme ich aber dann am Ende des Videos. Jetzt am Anfang möchte ich gerne mit euch einmal durch den Garten gehen, möchte auch selber das schöne Wetter genießen. Und zum Ende hin erfahrt ihr, was ihr noch alles aussehen könnt. Normal habe ich dieses Jahr ein paar Videos rausgebracht, wo ich das direkt gezeigt habe, was ich gemacht habe. Bei der Geschichte wäre es nichts anderes. Ich habe drüben in einer anderen Parzelle die Möglichkeit, ein Gewächshaus mitzunutzen. Und das werde ich in dieser Hinsicht auch tun. Wie ich das alles so angestellt habe, habe ich euch in dem Video gezeigt. Das könnt ihr euch einfach angucken, wer das jetzt noch nicht gesehen hat. Ansonsten ist das Ganze keine Raketenwissenschaft. Ich mache es mir gerne einfach. Habe letztes und vorletztes Jahr meine Erfahrungen sammeln dürfen und habe trotz Plastik zu dieser Variante jetzt einen Weg gefunden, das sehe ich als nachhaltig an, das ist unmöglich stressfrei. Eine ganz einfache Geschichte. Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Ich bin mit allem soweit gerade vor, außer mit dem, was ich mir für diesen Tag vorgenommen habe. Wie gesagt, ich habe Saatgut dabei, das kommt dann nach dem Gartenrundgang. Und ich denke mal, aber die Aussaat, die werde ich dann selber vollziehen und ihr kriegt von mir die Tipps mit, was ihr denn jetzt nun alles noch aussehen könnt. Somit könnt ihr dann anfangen, ohne dass ich wirklich anfangen musste. Ihr wisst, was zu tun ist und für alle, die auf jeden Fall auf mich gewartet haben, es gibt genug da draußen, die schon längst im Gang sind mit der Voranzucht, mit verschiedensten Sorten Paprika, Tomaten und so weiter. Das wollte ich nicht. Habe meine Gründe auch dafür schon genannt in meinen letzten Videos und ja, ich mache jetzt heute weiter und lege direkt los, ab in den Garten mit euch. Und hier vorne mit meinen Hochbeeten fange ich auch schon an. Da bin ich sehr, sehr glücklich mit. Das möchte ich euch auch zeigen. Guckt euch das an, sieht das nicht schön aus? Richtig, richtig schön. Man sieht ein bisschen Lochfraß, da teile ich mir mit anderen Tieren ein bisschen den Salat. Habe hier aber auch schon gut geerntet. Also diesen Postelein, den mag ich so, so gerne. Kann ich jedem von euch da draußen empfehlen, wer den noch nicht kennt. Probiert den mal. Hier könnt ihr auch sehen, wie der Feldsalat ordentlich an Schuss gekriegt hat. Das ist ja schon richtig groß, finde ich. Und dann haben wir hier noch vereinzelt Asiasalat gehabt. Hier wurde auf der linken Seite ein bisschen der Grüne weggeknabbert. Der Rote wird wohl auch gern gemacht, aber ist alles gut. Hier steht noch ein großer. Hier haben wir den Hirschhornwegerich rechts auch nochmal. Ja, ich bin zufrieden. Also das mit der Scheibe, super geil beim Hochbeet, packt das drauf. Und ihr habt da so eine Wirkung wie im Gewächshaus. Also das mache ich auf jeden Fall weiter so. Richtig gut, richtig gut. Das hätte ich auch mal früher machen sollen. Ja, aber hätte, wäre, wenn. Alles Erfahrungswerte. Oh, hier hat sich ein Hirschhornwegerich an einer anderen Stelle noch ausgesät. Wahrscheinlich habe ich den liegen lassen beim Vereinzeln hier bei den Pflanzen. Na gut, geht mal weiter. So, hier könnt ihr jetzt wunderbar sehen, der Rhabarber macht sich breit, der streckt die Fühler aus. Ich freue mich, der darf weiter wachsen. Da mache ich auch so weiter nichts. Da hatte ich ein paar Tipps gekriegt in den Kommentaren. Aber wie gesagt, ich mache es mir gerne einfach und daher
soll es jetzt so auf diesem Wege sein. Der soll sich so rausboxen und ganz natürlich wachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie Dünger braucht, weil er ein paar hellere Blätter hat. Glaube ich aber nicht. Das sind dann halt die, die über den Winter so ein bisschen draußen waren. Und zwar einen milden Winter, aber so Wechselwetter und Frost gerade, das macht ja auch was mit der Pflanze, das wissen wir ja. Okay, was gibt es hier in dem Beet noch zu zeigen? Da vorne gibt es noch den Knoblauchschnittlauch, da gehe ich jetzt erstmal hin. Und hier wächst jetzt fröhlich der Knoblauchschnittlauch. Eine schöne Ecke, ein Stückchen weiter, da gibt es noch ein Pflänzchen. Hier vorne wächst jetzt richtig schön Weinwell schon raus, also jede Menge in dem ganzen Bereich hier. Hier habe ich leider in dem Beet auch einiges an Brennnesseln. Da möchte ich demnächst mal bei und was rausreißen. Die müssen jetzt nicht unbedingt hier bleiben. Hier haben wir nochmal Schnittlauch, aber ich denke mal, das ist normaler. Bin mir unsicher gerade. Oh, da wächst noch viel mehr. Also darunter macht sich Minze breit, Beinwell. Das ist Knoblauchschnittlauch, das ist auch einer. Oder? Ich bin mir echt unsicher, ne? Ich muss mal da drüben kurz probieren, wartet mal. Okay, eindeutig, das hier hat keinen Knoblauch, der da vorne schon. Ich habe jetzt vorne noch in der Ecke eine Pflanze gefunden, die habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Da gehen wir jetzt auch nochmal rüber. Hier haben wir wieder Fenchel. Den finde ich ja total spannend nach wie vor. Richtig schönes Gewächs noch. Oh, ich mag das ja. Da werde ich mir auch wieder einen mitnehmen für zu Hause. Das mache ich aber nachher, weil... obwohl, ob der bis zu Hause kommt, weiß ich nicht. Letztes Mal habe ich den so schnagubliert. Das fand ich sehr cool. Ja, Fenchel wächst ja auch. Rhabarber, Fenchel, der Knoblauchschnittlauch, Beinwell, noch normaler Schnittlauch. Minze habe ich schon gesehen. Kommt ganz klein raus. Ja, Brennnesseln sind jetzt nicht wirklich erwähnenswert. Ach schön. Das ist so herrliches Wetter. So schön. Gut, hier haben wir nochmal in der Sonnenfalle. Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich habe es noch nicht so wachsen sehen, dass das Ganze hier Basilikum ist. Ich habe das mal probiert. Wenn ihr mal Sachen probiert, von denen ihr wisst, dass ihr die essen könnt, also probiert nicht irgendwas, was giftig sein könnte, ja, denn... kaut man drauf rum und überlegt, aber ich war mir ziemlich sicher, dass das hier nachher Basilikum ist. Hat sich durch den Winter irgendwie durchgezogen. Das ist echt spannend, selbst Basilikum jetzt hier noch zu haben. Und ich freue mich auch hier die Artischocken durch den Winter gekriegt zu haben und ein paar andere Pflänzchen auch. Aber die Artischocken, richtig schön. Ich bin froh, die hier zu haben. Die hatte ich echt rausgerissen. Dass sie jetzt so über den Winter kommen und so weiter. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich werde es euch jetzt mal zeigen. Da kann man sehen, wie die Artischocke schon neue Blätter bildet. Die alten aus dem Winter werden immer gelber. Die werde ich dann nach und nach abzupfen und der Pflanze beim Wachsen helfen und sie unterstützen. Beim Kiholbeet hatte ich ja den Spinat ausgesät, der kommt hier raus. Auch da vorne verschiedene Reihen, verschiedener Salat. So, hier auch alles zum Kiholbeet gehörend. Pflanzen, die ich euch im letzten Video schon gezeigt habe. Das ist so der Stand der Dinge. Alles nichts Wildes. Hier sind auf jeden Fall die Blätter größer geworden, die Pflanzen an sich. Aber was richtig schön ist, ist da, richtig, richtig schön. Darüber freue ich mich, dass der sich da breit macht. Und zwar der Feldsalat. So sieht der von Namen aus. Also alles voll hier, ne? Also alles Feldsalat, das hier nicht. Ihr könnt sehen, hier gibt es noch mehr Stellen. Richtig schön am Wachsen alles. Und der Knoblauchschnittlauch hier am Rand, der wächst auch richtig schön. Okay, weiter. Ach, wie schön, ich liebe sie. Gerade entdeckt. Die sind immer noch zu sehen hier, diese kleinen, wunderschönen Physalis-Hüllen. In kleinen Netzen. Richtig, richtig schön. Egal, aber darum bin ich jetzt hier nicht im Beet. Hier haben wir den Rosenkohl stehen. Wie ihr sehen könnt, der ist am Zenit angelangt. Das ist vorbei. Aber was Schönes, ich habe das bei Sascha bei Safe Bio gesehen, dass man ja auch die Blätter mitessen kann. Und
Ja, da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Blätter retten. Der Rest kommt weg und wird hier auch ins Beet eingearbeitet. Für die Sache hier wollte ich ja sowieso noch mal bei und auch noch mal Bokashi reinarbeiten. Habe ich zu Hause, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ach, da seid ihr ein bisschen verguckt. Ja, also hier ist Ende. Aber hier oben gibt es noch ein paar Stellen, da sieht es echt gut aus. Und dann kommen tatsächlich sogar noch ein paar Blätter, sehe ich gerade. Ja. Aber zu dem Beet ansonsten nichts Wichtiges. Aber hinter mir ist der Knoblauch und den will ich euch jetzt zeigen. Oh, hier beim Knoblauch, echt richtig schön. Das werden hier schon richtig schöne Dinge. Ich habe erzählt, die sollen Dünger bekommen. Das mache ich tatsächlich gleich noch. Ah, hier kommen ein paar Pflanzen. Na, da muss ich in Ruhe bei. So macht das keinen Sinn. Okay, jedenfalls fast alle gekommen. Hier habe ich ein Loch. Zwei Löcher. Drei Löcher. Das hätte ich gemerkt, ja. Drei Löcher. Also drei von den ganzen sind nicht gekommen. Vier, wenn man die mitzählt. Aber da sieht so aus, als ob der irgendwie noch was machen will. Vielleicht auch nicht. Ja, somit habe ich richtig viel Knoblauch, so wie ich mir das vorgestellt habe. Die Salate wachsen da auch super. Hirschhorn, Green Giant, Red Giant. Und da drüben war ich bei, habe Pflanzen vereinzelt. Das zeige ich euch mal. Hier könnt ihr das wunderbar kennen. Die Mitte wurde gemacht. Ich hatte übrigens den Philipp von nebenan zur Hilfe. Wir haben ein bisschen in beiden Gärten was gemacht. Und hier im mittleren Drittel waren halt noch die Asiasalate. Alles, was ich euch gerade vorab schon mal ein bisschen gezeigt habe, was auf dem Keyhole-Beet gelandet ist, was in den Anzuchtplatten gelandet ist. Da soll ja noch die Schachbrettblume kommen. Da gibt es auch ein paar, die anders aussehen als das, was ich bisher kenne. Das kommt aber dann in Ruhe. Wenn ich mir da sicher bin, dann werde ich euch das zeigen. Hinter mir natürlich jede Menge Sonnenblumen umgekippt. Hier liegt auch eine. Ich habe noch nicht gesammelt, die Anzünder. Könnt ihr mal sehen, was für eine Gewalt der Wind hatte. Da vorne liegt ja auch mein Foodsharing-Stand. Hier vorne in dem Beetbereich ist es so, dass ich ja Feldsalat noch drin hatte. Ich sehe jetzt kaum noch Feldsalat. Da ein bisschen was. Ja. Ich denke aber, das werde ich auch weiter umgraben, genauso wie den Teil da drüben. Da habe ich Möhrchen vom letzten Jahr, erinnert euch vielleicht. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert, habe letztens auch ein paar davon gegessen. Die haben ganz speziellen Geschmack, muss ich sagen. War sehr überrascht. Das sind dann quasi so Mini-Möhren, wie Snack-Möhren. Dafür eignet sich das dann mehr. Ja. Ansonsten ist hier in der Ecke nichts passiert. Da vorne habe ich eine Blume, die aus dem Boden schießt, jetzt aber nicht unbedingt zeigenswert. Bei der dicken Bohne ist soweit nichts gekommen, also hier ist noch nichts zu sehen. Hier habe ich ja eine Reihe, da habe ich eine Reihe und da ist noch nichts zu erkennen, was hier irgendwie gleichmäßig nach den dicken Bohnen aussieht. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie die Blätter aussehen, aber das hier ist eindeutig Quieke oder anderes, was hier wachsen möchte. Ja, davon werde ich das nachher dann noch befreien. Hier nochmal von Nahen, Postelein, also Winterpotluck und richtig schön der Feldsalat. Ja, ich würde mal sagen, Feldsalat definitiv ein Erfolg dieses Jahr. Ich weiß auch für nächstes Jahr, was ich wieder ein bisschen anders machen möchte, damit das noch weiter vorangeht. Ja, ich bin happy, wie das hier läuft. Übrigens beim Potluck auch sehr spezielle Blätter dazwischen. So zwei, die da zusammenwachsen. Der wird auch gleich wegschnackuliert. Oh, jetzt. Nicht gleich. Jetzt. Hier könnt ihr das sehen. Also ganz anders als die Blätter ansonsten. So, was habe ich jetzt hier eigentlich vor mir? Ich habe ein bisschen ausgebreitet. Es gibt quasi drei Felder. Das ist März für die Anzucht. Das ist alles März fürs Freiland. Und hier habe ich noch die Überbleibsel vom letzten Monat. Kam ich ja nicht weiter zu, dem nachzugehen. Da fange ich mal gleich von zu erzählen. Das war die marokkanische Malve. Die Malve kommt da jetzt raus, denn die Aussaat ging nur bis Februar. Da sind wir deutlich drüber. Da werde ich mich dran halten und dann ab Oktober aussehen. Das packe ich jetzt erstmal zur Seite. Dann haben wir hier immer noch die Sommergerste und die Kresse. Ja, muss ich weiter nicht drauf eingehen. Das sind auf jeden Fall noch Sachen fürs Freiland. Da sie im Februar durch sind, kommen die in meine Ecke für den März Freiland. Und somit ist alles in einer Tüte. Die Tüte habe ich diesmal rechts hingepackt. Letztes Mal hat das so geknistert. Hier hängt ja das Mikro. Und ja, heute habe ich das ein bisschen ausgelegt. Hierzu kommen wir gleich. Wie gesagt, Kresse, Sommergerste. Dann haben wir hier noch Spinat, könnt ihr aussehen. Verschiedene Sorten habe ich da. Die dicke Bohne wäre immer noch dran. Das spare ich mir. Das kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Hier habe ich auch noch einen Spinat. Hier habe ich die wilde Karde. Die habe ich hier auch noch
drin. Das ist eine Pflanze, die 1,50, 2 Meter hoch wird. Eine zweijährige Staude. Hier steht noch drauf Distel. Das hat mir die Nadine geschickt, das Saatgut. Vielen lieben Dank. Ja, darunter auch von Jen, Gartengemüsekiosk und dem Gärtner Zwiebeln. Das hier sind die Stuttgarter Riesen. Dann habe ich hier noch rote Zwiebeln. Ich muss sagen, ich habe noch Steckzwiebeln gekriegt. Die habe ich jetzt heute hier nicht mit. Die liegen zu Hause. Das war noch eine Nachlieferung. Ich dachte, ich würde da nichts mehr kriegen. Also Steckzwiebeln habe ich dieses Jahr doch. Ja, dann haben wir hier echten Ehrenpreis. Feldsalat, März bis April Aussaat. Gemeiner Flachs, zweimal Porree. Dann haben wir hier Möhren. Die können da oben super bei. Möhren, Radieschen, Eiszapfenradieschen. Alles, was das Herz begehrt. Dann gibt es natürlich auch noch was zum Blühen. Wildblumenmischung. Die Kornblume, die schön. Oh, ich finde die so wunderschön. Die habe ich letztes Jahr auch einmal verschenkt. Auch wenn sie nicht von mir war. Ich durfte hier beim Nachbarn pflücken. Ich verschenke sehr gerne Blumen. Und es ist aber nicht so, dass ich jetzt Blumensträuße pflücken gehe überall. Ich finde, Pflanzen und Blumen sollten immer da bleiben, wo sie wachsen. Aber ab und zu kann man ruhig mal eine pflücken, um wen glücklich zu machen. Ja, dann habe ich hier Palerbse noch und dann muss ich auch schon mit allem durch sein. Porree war doppelt. Ja, also Spinatsorten, Gras, dann noch ein paar Sonderlinge. Ja, das dann hierzu. Das packe ich mal ein bisschen zur Seite. Mache ein bisschen Platz für die Geschichte mit dem Ordner. Und hier haben wir ein bisschen mehr. Ich habe das angefangen, mir zu unterteilen. Leg mir gerade zu Hause oder die letzte Zeit schon andere Ordnerstrukturen an. Und das mache ich bald aus. Das macht Spaß. Übrigens, diese Hüllen sind von Sammelkartenspielen. Und da habe ich richtig schön übersichtlich alles drin, was ich möchte. Hier am Anfang Tomaten in verschiedensten Sorten. Ich muss euch nicht jetzt sagen, was das alles ist. Alles Tomate, jede Menge Tomaten, sogar noch mehr als die Seiten tragen können. So, was haben wir hier denn? Bin ich schon einen drüber? Das bin ich nicht. Am besten, ich hole euch mal näher ran, dann könnt ihr das ja so generell mal sehen. Dann kann ich auch noch mal von vorne zeigen. Gut, das machen wir jetzt ein bisschen so. Hier vorne habe ich, wie gesagt, verschiedenste Tomaten. Das könnt ihr euch ja sonst auf Pause stellen und mal nachlesen, was das ist. Wer das vielleicht irgendwie noch mal gerne wissen möchte, welche das alle sind, wird das im Laufe des Jahres mitkriegen, was ich dann nun alles wiederverwerten werde. Zum Beispiel die Zuckerbusch, die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die Sunvi war auch mega robust, kann auch flach wachsen. Ida Gold war auch toll, die Green Zevra, die Golden Currant, diese Mirabellensorten. Da wusste ich nachher nicht mehr, welches ist, weil die sehr ähnlich waren. Hab da aber auch noch andere und das sind so meine Highlights. Dann haben wir hier so Paprika, Chili, Jalapeno. Und dann haben wir hier noch die Pepino. Das war ein Überraschungsgeschenk quasi von der Jen und dem Gärtner. Ich habe mich da mega drüber gefreut. Die Pepino, das wird Hammer. Ihr da draußen werdet sie nicht kennen. Ich kann sie euch leider nicht zeigen, weil urheberrechtlich müsste ich mir woanders ein Bild klauen. Das zeige ich euch im Laufe des Jahres. Das ist ein ganz tolles Ding. Ihr könnt ja mal beim Gartengemüsekiosk reinschauen. Oben rechts, das werde ich euch mal verlinken. Die Jen, die hat zusammen mit dem Gärtner so wundervolle Videos gemacht und kann auch immer zeigen, was genau das ist. So, dann haben wir hier Erdbeeren, Goji-Beere, Physalis, die Physalis-Anbeere, Kapstachelbeere, Salbei, Kamille, Lavendel. Dann haben wir hier die violette Artischocke und so weiter und so fort. Stangensellerie, chinesischer Sellerie, den habe ich ja vorne noch im Beet. Hier haben wir noch Salate. Dann haben wir Kohlrabi und den Blumenkohl und wie auch immer. Ihr seht, in welche Richtung das geht. Hier habe ich noch Kräuter wie Basilikum und Borage und Oregano. Und ja, der chinesische Schnittlauch ist hier auch zwischen. Liebstöcke, Buschbasilikum, alles super. So, hier haben wir, ne, könnt ihr sehen, April. Ist noch nichts drin, ist noch nicht dran. Ich habe das hier noch nicht weiter verfolgt. Ich habe auch diese Klemmdinger erstmal überall zwischengehauen. Kann sein, dass von hier vorne noch mal was hinten landet. Aber ich meine, das ist alles vertretbar, dass das jetzt angefangen werden kann. Viele werden mir da wahrscheinlich widersprechen, die das regelmäßig früher anfangen oder die auch mit Lampen arbeiten. Ja, nee, viel zu spät.
kann ich sagen, ist generell nie zu spät. Liegt im Auge des Betrachters. Ich finde, es ist nie zu spät und das ist definitiv eine nachhaltige Variante, in der man nicht irgendwie extra Strom verbrauchen muss, nicht extra Zeit aufbringen muss, sondern so peu à peu im Jahr seine Sachen aussehen kann. Ich werde das so weiter verfolgen, meine Erfahrungen sammeln und in Zukunft gucken, wo es vielleicht Sinn macht, noch was früher zu starten. Aber wie gesagt, wenn dann nur im Gewächshaus, so mit Lampen etc., möchte ich nicht arbeiten. So, und ein paar von euch sind bestimmt gespannt, weil ich ja letztens so einen Aussaattag hatte. Einmal hier Aussaat, das habe ich euch schon gezeigt, wie der Spinat aussieht. Aber drüben im Gewächshaus, da gibt es noch kleine süße Pflänzchen, die da aus dem Boden schießen. Und was da jetzt schon kommt und was nicht, das möchte ich euch auch noch gerne zeigen als kleinen Abspann. So, dann werde ich mal zu Herbert rüber und mal gucken, was die Pflänzchen sagen. So, einmal mit Abstand betrachtet, da haben wir einmal den Kohlrabi Azurstar. Und dann haben wir da hinten noch nichts zu sehen, obwohl kleine Pflänzchen schon, aber ich denke mal, das wird Unkraut, Beikraut sein. Dann haben wir hier die Salate, ganz bisschen was zu sehen, auch da oben, gehe ich mal näher ran für euch noch. Hier haben wir den Salat Maikönig, der ist auf jeden Fall schon draußen, der erste und zweite auch. Hier haben wir die Lucinde, Außensalat. Ja, und hier ist ganz deutlich der Kohlrabi Azurstar zu sehen. Ich freue mich, dass noch so viele gekommen sind. Das läuft ja richtig gut, also bin ich zufrieden mit. So, das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sagt tschüss, euer Lars. Bis dann. Tschüss, tschüss.